Hallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz herzliches Willkommen hier bei den Farmworkers im Projekt Legend of Farmers 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin ganz kurz schon mal, also ich bin gerade auf dem Weg, wie ihr es ja in der letzten Folge gesehen habt, auf dem Weg zur Zuckerfabrik, ne, mit dem, ja, Ding hier. Bin eigentlich ganz stolz auf mich, weil das habe ich mit Frontlader geladen. So, und jetzt gucken wir hier mal. Ah, alles klar. Aber warum sind hier keine Steine? Okay, sieht aber gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Perfekto. Okay, dann können wir das nämlich auch wieder bestellen. Die ganze Chose hier. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier gut rumkomme. Dann muss man beim Huberbauer halt mal übers Feld kurz. Wird schon niemand stören. So, gut. Boah, was ist denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt Lego Mio? Was ist denn jetzt nicht richtig? Na gut. Jo, Groschi, danke dir. Bis. Also schön, dass du da warst. Ne? Bis später. So. Wer sich wieder fragt, oder vielleicht ganz neu dazugekommen ist, mit wem redet der denn gerade? Wir sind wieder live aus dem Twitch-Stream, ihr Lieben. Und jeden Montag, Dienstag, Mittwoch 20.30 Uhr. Und ja, kommt einfach gerne mal vorbei. Macht immer viel Spaß, ist immer ganz lustig. Und ja, könnt ihr ein Follow da lassen, dass ihr nichts mehr verpasst. Oder auch gerne auf Twitch ein Abo, denn dann seid ihr werbefrei. Dann gibt es keine Werbung. Genau, kann man ja mit Amazon Prime machen, ne? Und da würde ich mich natürlich freuen, auf alle Fälle. So, gucken wir mal. Also 12.000... Was, 12.000 Liter? Warum denn 12.000 jetzt? Ach, weil ich hinten... Ja, ja, alles klar, ich verstehe. Okay, dann sind es ja... Dann sind es ja 22.000 Liter, was ich jetzt runtergefahren habe, die letzten drei Tage. Wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Sind es eigentlich 22.000 Euronen? So. Gut, das ist natürlich auch eine ganz schöne Wegstrecke hier bis hier runter. Aber so ewig wiederum dauert es auch nicht. Aber wir fahren im Endeffekt die Straße komplett bis durch, bis es nicht mehr geht. Dann links und gleich wieder links. So ein bisschen, also ich sag mal, ich kenne jetzt mittlerweile die Straßen hier ganz gut. Und da müsste man direkt mal gucken. Also wo ich noch nicht so richtig firm bin, ihr Lieben, wo ich wirklich noch nicht so richtig Bescheid weiß, ist runter zu Laura und runter zum Herrn Steiner. Da bin ich echt noch nicht so auf dem up to date. Also das fühle ich noch nicht so. Das ist, ja, nicht so fancy. Oh nee. So, jo, hier sind wir doch schon. Ist eigentlich ganz gut, dass die Spiegel immer mal schwarz werden, dann seht ihr das nicht. Dann seht ihr nicht, wie der Anhänger hinten dran rumpendelt und baumelt und macht und tut. So, 12.000 Litre. Zack.
guckt jetzt bitte mal ganz kurz nicht hin. So. Hätte ich jetzt erst angefangen, irgendwie noch hier rumzueiern. Achso, hier wäre ja sogar ein Dings gestanden. Na gut. So, das müssen wir uns mal schnell aufschreiben. Also für die Realistik-Fans jetzt unter uns. Einfach kurz weggucken. Also jetzt könnt ihr wieder die Augen aufmachen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was habe ich hier hingeschrieben? Das Elferpack. Muss man mal kurz gucken, wie das hier gleich war mit dem. Was ist der schon wieder 7500 wert? Steh ich nicht. Wie Transport, Translieferungen, Transportfahrten. Abfahren. Bodenprobenanhänger, Anbaugeräte, Traktor kleiner, zusätzliche Kosten. Moin! Moin! Na, ausgeschlafen? Hä? Ach! Ich wollte dir gerade eine Rechnung stellen. Oh je. Ich hab dir jetzt nochmal. Also insgesamt habe ich dir. Warte mal, ich komm mal raus. Ich hab dir insgesamt 22.000 geliefert jetzt. Also ich bring dir immer wieder nach. Ne? Jetzt nach und nach. Jo. Na? Hier, Waldemar, hast du schon meinen Dünger geliefert? Noch nicht, ne? Machst du das noch? Ja, also hast du das auf dem Schirm? Das habe ich auf dem Schirm, ja. Ja, das muss nicht. Zwei komplette Ladungen, nicht? Genau, richtig. Genau, Flüssigdünger, ne? Ja. Sag mal, was sind denn die 7.500 Euro Rechnung von dir? Deine Geräte. Achso, ja, warte. Zack. Nee, hast du, ne? Ja, und sonst bei dir? Alles gut? Ja, ich muss gucken, wie ich Paletten wegkriege. Warum? Ja, merkst du das Lacken nicht? Also die Kopfschmerzen? Ah, das hängt wohl hier im Grünfelder Land an Paletten? Ja. Also ich habe immer. Ey! Also ich musste immer. Geh heute nicht zu dem Krüger. Warum? Das ist der schlechte Laune. Der ist stockbesoffen. Warum? Weißt du nicht? Ja, hat getrunken halt, Alkohol, ne? Ja, moin. Ey, der ist rotznudeldicht. Und der fährt Trecker oder was? Nö. Der kommt gar nicht mehr rein in den Trecker. Ey, der hat dort. Ja, und dann müsste halt sich einmal unter die Dusche stellen, weißt du? Oh, ja, Ja, und dann hast du gehört? Und dann wollte der, ne? Ich hab von dem eine Mulde geholt, ne? Und dann, dann wollte der oder hat mich gefragt, ob ich auch ein Bier will. Dann habe ich gesagt, ja, okay, meinetwegen, wir haben ja halt keinen Polizist. und dann sagt er, ja, ich sage, steht das drin bei dir im Haus? Dann sagt er, nee, das habe ich hier in der Hosentasche. Und da habe ich dankend abgelehnt. Also, brühwarm. Ja, brühwarm und ich weiß nicht, was noch sonst. Boah, da kriegst du gleich Gänsehaut. Boah. Ja, nee, geil. Du hast dir hier, ich hab schon gesehen, du hast dir hier irgendein Lagerhaus bauen lassen, hä? Ja, ein unterirdisches Palettenlager habe ich mir gebaut. Ich hab's letztens schon gesehen, da war ja noch Baustelle hier. Ja. Unterirdisch. Unterirdisch, ja. Krass. Was es nicht alles gibt. Die Haus ist neu. Mhm. Und hier drüben kannst du mit dem hydraulischen System das wieder rauslassen. Ach, krass. Okay. Ja, das funktioniert einmal frei. Mhm. Und so teuer war das gar nicht. Ich glaube 25.000 oder was hat das nur gekostet? Okay. Okay, das geht ja. Sag mal, das hier, ist das die komplette Zuckerfabrik?
Ja, wir sind noch im Aufbau. Wir wollen hier dann noch Melasse produzieren. Mhm. Das ist die Fabrik hinter dir. Die ist aber nur noch im ja. Ach Rohbau. So, ach so. Ah, hier steht's ja auch schon. Ne? Da Molasses. Molasses. Wie ist das nicht? War das nicht der, der die 10 Gebote runterfallen lassen hat? Ne, das war Moses. Ja, auf jeden Fall bauen wir hier gerade noch auf, ja. Also wir sind hier noch kräftig am Bauen. Na, man sieht's. Krass, krass, krass. Ja, ein Riesenareal, so. Hä? Ja, ja. Aber ja, hier vorne das Meisterbüro hinter dir, da wo der Radler davor steht, das kommt wieder weg. Hoffe ich. Ach so, okay. Was ist das? Ja, eigentlich das Meisterbüro ist damit drin, das ist über die Anlegerlieferung für die Zuckerrüben. So. Okay. Ich hoffe, die kriegen das noch ein bisschen geändert. Ach siehst du, Zuckerrüben, die können wir bei mir auch ernten bald. Ja, muss halt anrufen, die kaufe ich hier ab, ne? Können wir eigentlich sogar jetzt schon bald ernten. Ja, aber heute also, nicht mehr. Heute nee, nicht mehr. Aber die, also nee, heute nicht mehr, aber die sind schon reif. Also du ja, okay. Da könntest dann so in der nächsten Zeit mal losgehen. Mhm. Da kriegst du aber von mir einen Auftrag noch. Na. Wie groß das Feld ist, weißt du gar nicht, ne? Warte. Doch, kann ich dir sagen. Ne, das ist nicht groß. Das ist nur ein ganz kleines Feld. Ach so. Das ist 1,51 Hektar. Ja, also zwischen ja, 80 bis 100.000 Liter, würde ich jetzt mal behaupten. Das kann sein. Wie gesagt, das ist alles noch von meinem Vorgänger. Ich habe da gar nicht weiter dran gemacht. Plus minus null, sage ich jetzt mal. Also plus minus, ja, würde ich die auch direkt abkaufen, weil dann kann man es direkt in mein Lager fahren, weil es ist ja Schwachsinn, bei dir zwischenzuliefern, dann wieder abzuholen. Ja, ja, das stimmt. Das machen wir dann nochmal genau aus. Genau, schreibst du mir mal eine E-Mail hier. Ich sag, pass auf, ich mach das runter. Da musst du es also uns jetzt nicht als LU bezahlen. Ich bezahle dann halt das Produkt. So habe ich es mit dem Krüger auch gemacht. Mhm. Ne, weil dann brauchst du also uns jetzt nicht bezahlen. Ich hole mir das runter, fahre mir das rein. Ja. Weil es ist ja Schwachsinn mit diesen Zwischenlagern immer und dann wieder rausziehen. Das kostet alles nur Zeit, Geld und Sprit vor allen Dingen. Das ne? ist definitiv so. Zum Glück haben wir hier kein Bio-Fritzen. Ja, Gott sei Dank. Vor allen Dingen, wie sieht denn das eigentlich bei Ihnen aus, produktionstechnisch? Wir hätten noch hier, bräuchten noch jemanden für die Dieselfabrik. Dass wir die mal ins Laufen bekommen. Was braucht denn die Dieselfabrik? Ja, ich glaube Sonnenblumen oder Soja, irgendwie sowas. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Kannst du da nachgucken, weil ich bin gerade am Felder bestellen und ich habe mir jetzt natürlich erstmal ein bisschen was für mich geplant, aber... Das ist nicht weit von hier weg, können wir rüberlaufen. Ja, können wir mal gucken. Ja, lauf mal. Aber allerdings könnte ich natürlich auch noch mal ein bisschen umbasteln. Weil ich glaube, ich habe auf einem Feld hatte ich geplant Baumwolle, aber das will ich eigentlich doch gar nicht mehr machen. Da könnte ich ja dort dann irgendwas... Na, Baumwolle hat doch der Steiner. Der Rainer gemacht damals, der ist ja nicht mehr, oder was heißt ist nicht mehr, aber ist zurzeit in Ruhestand. Deswegen hat er den Hof ja, glaube ich, abgegeben, oder nee, ist gestorben, oder was war da mit ihm? Der Weber? Der Weber, genau. Weber, der ist doch gestorben, das habe ich doch geerbt. Ja, genau. Und der Stefan, glaube ich, macht... Ja, ja, Herr Steiner. Waldemar. Steiner, ich habe Rainer verstanden. Nee, Steiner. Waldemar, gehst du gerade auf den Strich? Ja, meistens. Also das wäre diese Produktion hier. Okay. Und wir müssen mal schauen. Normal hängen immer irgendwelche Schilder. Ja, genau, hier. So wie es ausschaut. Raps. Muss da rein. Raps, na gut, das wäre ja jetzt nicht das Riesenproblem. Raps, was kommt hier raus? Moment, schauen wir noch. Bioabfälle, das wäre oben von der Dingens. Aber gut, die brauchst du nicht zwangsläufig. Und hier kommt der Diesel raus. Mehr brauchen wir da nicht? Na, so wie es ausschaut. Oh, guck mal, Bioöl. Doch Bio. Naja, Bio. Weißt du, was die kosten soll? Sind die noch so auf hier, die ja, wollen ja. jetzt alles zur Zeit wegkriegen, ganz ja, schnell? Ja, ja. Okay. Mit dem Huni bist du bei. Aha, okay. Ja. Ihr könnt Verträge festmachen, habe ich einstecken. Ich habe sie immer einstecken. Echt? Gehen sie ran, kaufen sie und dann ist das Ding gegessen. Lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, aber du die mir mal reservieren. Weil das ist halt das, was wir brauchen, ne? Dringendst. Weil wir kaufen teuer zu.
Da rede ich jetzt als Bürgermeister zu Ihnen. Also wir kaufen es wirklich teuer zu und wir können es ja hier irgendwo. Ja. Lass mich mal eine Nacht drüber schlafen, Waldemar. Klingt aber schon vernünftig. Also könnte ich. Ich kann ja mal kurz in mein PDA gucken, wer alles Raps anbietet hier zurzeit. Moment, ich schau mal kurz. Ja, das sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder, die wir schon ernten könnten. Da oben ist noch mehr. Ja, okay. Die sind auch erntereif. Wollen wir mal gucken. Das sieht man wieder nicht, ne? Die also sozusagen, die Bauern halt verkaufen würden jetzt, meinst du? An die Stadt zum Beispiel schon mal. Also die wir abernten können, so wie letztens. Genau, was die würden wir dann einfach kurz pachten und dann runterholen, Obolus zahlen und dann, das könnte man vielleicht auch über die Stadt realisieren. So ist es jetzt nicht. Ja gut, wie gesagt, also reservier das mir mal und ich schlafe mal eine Nacht drüber und dann sage ich dir Bescheid. Alles klar. Ne? Wäre ja schon wäre eigentlich ganz interessant, ja, stimmt schon. Und dann irgendwann komme ich einmal noch mit dem Bauauftrag. Ich muss mal irgendwie so eine kleine Traubenproduktion irgendwo mal noch bauen. Da komme ich aber später mal noch auf dich zu. Das muss erst mal ins Laufen kommen. Angebaut haben sie ja schon, habe ich schon gehört. Ja. Naja, hast du schon gesehen, noch nicht, was? Doch, ich bin schon vorbeigefahren. Ah ja. Ja, ich hab mir das schon angeschaut. Ist viel Arbeit auf alle Fälle. Das glaube ich. Das ist viel Arbeit, was ich mir da aufgehalst habe. Es wird jetzt ganz straff losgehen, die Tage jetzt. Wir machen die Zuckerrübenernte noch und danach geht's dann richtig straff in die Trauben. Ja, schreiben Sie mir eine Emaille. Mach ich. Und dann kümmere ich mich drum und wenn das eingefahren ist, sage ich Ihnen Bescheid. Inklusive der, mein Gott, was schreibt der denn da? Boah, ich will's gar nicht lesen. Ich will den seinen Hänger, will ich nicht sehen. Irgendwas geht nicht auf. Irgendeine Tür? Keine Ahnung. Ui. Ja, wie gesagt, wenn sie den Auftrag erteilt haben, enden wir das ab. Und würde ihnen dann Bescheid geben mit inklusive Literzahl. Ja. Also ich kaufe Zuckerrüben immer für 250 ein. Okay. Das ist bei uns ein fester Preis, weil ein bisschen was dran verdienen muss ich auch. Das habe ich auch mit Krüger gemacht. Okay. Und ich glaube, der hat nicht schlecht verdient. Ich glaube, der hat irgendwas bei 100, knapp 200.000 Euro verdient. Aber das waren halt 400.000 Liter, die wir da runtergeholt haben, ne? Ja, ist klar. Ja gut, Dass die Fronten also in dem Einkauf, es sei denn, sie sagen, nee, das ist mir zu wenig, dann müssen sie es behalten, selber vermarkten. Nee, das haut schon hin. Also wir kaufen es immer für 250 ein. Ja, nee, das haut schon hin, passt schon. Da würde man ihnen einfach Bescheid geben, wenn sie geschrieben haben und dann schauen wir mal, ne? Ja, perfekto, so machen wir das. Das reserviere ich hier, ich spreche mit den anderen Bauern, wie das ausschaut mit der Ernte, ob wir das übernehmen sollen oder haben sollen, keine Ahnung, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, da kommt schon eine Masse zusammen. Glaube ich auch, ja. Und Raps ist halt immer der Ertrag, ne? Ist immer höher, also nicht so hoch. Ja. Aber wenn wir ein paar Felder haben, die wir jetzt abernten könnten dieses Jahr, und die haben wir. Naja gut, ich könnte im Endeffekt, warte mal, ich hatte mir ja einen Plan gemacht. Ach siehst du, auf die 6, was ihr gepflügt habt, da wollte ich Baumwolle drauf machen, das ändere ich gleich mal ab, da könnte ich ja... Nur Raps draufschmeißen. Könnte ich ja auch Raps draufschmeißen. Das wäre gar nicht so doof. Und ich könnte für die nächste Saison auch mit Raps anbauen, dann wären wir uns so einig, denke ich mal. Glaube ich auch. Weil ich habe Zuckerrüben, glaube ich, jetzt erstmal zu Genüge. Ja. Da reden wir von knapp 2 Millionen Liter. Da kann ich, glaube ich, mal ein Jahr aussetzen. Das ist kein Problem. Waldemar, hast du für einen Kai ein Zelt? Was denn für ein Zelt? Der kommt doch nicht in sein Haus rein, habe ich geschrieben. Zelt im Garten aufstellen. Ja, oder Ausnüchterungszelle. haben wir das hier? Nee, ne? Die bauen wir noch schnell ein. Ja, nee, wie gesagt, also das müssen sie halt beauftragen und wenn sie sagen, sie kaufen das und sie brauchen das, dann würde ich mit den anderen Bauern sprechen, dass sie einen Teil ihrer Felder vielleicht auch bereitstellen.
Ja. Dann bekommen wir mit dem Handel untereinander auch hin. Und fertig, weil Diesel brauchen wir definitiv. Das gewisse Zelt bauen. Na gut, aber ihr Lieben, wir sind schon wieder durch mit unserer Folge. Schreibt doch mal in die Kommentare unten rein, sollen wir die Dieselproduktion kaufen oder sollen wir sie nicht kaufen? Interessant wäre es schon, ist natürlich sehr viel mehr Arbeit, aber grundsätzlich auch nur einmal Arbeit im Jahr. Ne? Einmal richtig vollknallen und Diesel produzieren. Könnte natürlich guten Gewinn bringen, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da, guckt bei den anderen rein und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, die Farmworkers sind außer Rand und Band. Bis dahin, tschüss und ciao.